Im Frühling startet für den Rebenzüchter Valentin Blattner jeweils die Saison für die jüngste Generation seiner Sortenzüchtung. In einem Gewächshaus werden rund 30.000 verschiedene Traubenkerne gepflanzt, allesamt mit verschiedener Resistenzgenetik. Alle diese Traubenkerne stammen aus der Züchtung vom Vorjahr. Nachdem die Blüten von Hand bestäubt und so zwei verschiedene Rebsorten verheiratet wurden, wuchsen im Herbst Trauben heran. Die Kerne darin sind die Kinder dieser zwei Sorten und enthalten alle eine verschiedene Resistenzgenetik, die es nun draußen im Feld zu prüfen gilt. Über den Winter hinweg ist die richtige Lagerung der Kerne entscheidend. Wir tun sie einfach ein bisschen Sand in eine Plastikhügel mit der Somme, die feucht ist, damit sie schön feucht bleiben. Dann müssen sie einfach bei 2 Grad gelagert werden, sonst können sie gerade auf austreiben. Sobald sie feucht und warm haben, können sie einfach starten. Das kann es jetzt im Winter sein, vor allem wenn man es in die Stube hat oder so. Sobald die Kerne im Gewächshaus bei rund 25 Grad aufbewahrt werden, geht es schnell. Die jungen Reben sprießen bereits nach wenigen Tagen. Ja, jetzt, wenn sie so vorbereitet sind, sind sie in einer Woche sprießen. Wenn man sie aber trocken in den Sand tut, dann dauert es 3-4 Wochen, weil sie zuerst aufquellen und das ganze Programm anfangen. Und so ist es natürlich einfacher zum Starten. Wir haben eine kürzere Zeit im Gewächshaus, also wir können sie jetzt Anfang April ins Gewächshaus tun und dann Mitte Mai rausnehmen und draußen anstellen, wenn man es nicht setzen kann. Dann werden sie sehr schön akklimatisiert. Die rund 30.000 Traubenkerne werden jetzt also für rund 4 Wochen in warmer und feuchter Umgebung gelagert, damit sie keimen und sprießen können. Danach sind sie bereit, um draußen auf dem Feld ihre Resistenz gegen Krankheiten unter Beweis zu stellen. Wichtig bei der Lagerung im Gewächshaus ist die Beschriftung der Kisten. Denn man muss später wissen, welche Jungpflanzen aus welcher Kreuzung kommen. Nur so kann zurückverfolgt werden, welche Eltern und welchen genetischen Hintergrund eine neue Rebsorte später im Feld draußen hat. Sobald die Jungpflanzen zu kleinen Reben herangewachsen sind, ist es Zeit, sie draußen in einem Versuchsfeld einzupflanzen. Dort beginnt nun die Selektion, denn nur die robustesten, also höchstens 10% der Neuzüchtungen, werden den ersten Sommer überleben. Sie müssen ganz ohne Pflanzenschutz der Witterung und Rebenkrankheiten wie dem echten und falschen Mehltau standhalten, um im Züchtungsprogramm weiter bestehen zu können. Im Herbst wird dann entschieden, welche Pflanzen das Potenzial für eine neue, offizielle Rebsorte haben.